Der Laden läuft. In der Backstube der Bäckerei Zeitler im Vogtland stehen drei Nachwuchsbäcker. Mit ihren 20 Jahren führen sie in Unterheinsdorf bei Reichenbach einen traditionellen Bäckerbetrieb fort. Angelina, Maximilian und Tommy haben sich gesucht und gefunden. Wäre da nicht das zeitige Aufstehen? Verschlafen habe ich schon. Habe ich schon mal? Ich habe 7 Bäcker. Ich habe auch 7 Bäcker. Ich habe 5 Bäcker. Tommy hat bereits seinen Meister im Bäckerhandwerk gemacht und ist aktuell Sachsens jüngster Bäckermeister. Der 20-Jährige leitet das Geschäft, hat es von seiner Tante übernommen. Und Gedanke war eigentlich schon im Kindergarten, dass ich irgendwann Bäcker werde. Der hat sich auch über die Jahre hinweg so durchgezogen. Es ist einfach die Faszination, aus welchen Materialien man Lebensmittel herstellen kann. Und die Freude der Leute jeden Tag sieht, die vorne im Laden stehen, sich freuen, wenn sie ein warmes Brot oder Semmeln bekommen. Und das freut mich einfach jeden Tag. Angelina und Maximilian sind angestellt. Kennengelernt haben sich die drei in der Berufsschule. Und sie haben es durchgezogen. Wir waren in Wilgau-Hassler in der Berufsschule, waren am Anfang, ich glaube, 27 genau. Leute. Und dann im dritten Lehrjahr zum Schluss waren wir bloß nur noch 13. Das heißt, knapp die Hälfte hat dann aufgehört, ein bisschen was über die Hälfte, weil sie einfach keine Lust mehr hatten oder weil sie es nicht geschafft haben. Ja, weil es auch eine körperliche Arbeit ist, die nicht jeder schafft. Und vor allem, man merkt auch heutzutage, dass die Jugend von heute dieses zeitliche Aufstehen, das ist ein ganz großes Problem beim Bäcker. Sagen die selbst erst 20-Jährigen. Gut zu tun haben die drei in der Backstube. Alles wird mit Hand selbst gemacht. Für heute sind mehr als 1500 Pfannkuchen bestellt. Wir haben zwar jetzt schon immer mal welche gemacht, aber Fasching ist ja immer noch mal Hochburg an Pfannkuchen selber. Und ich sag mal, da machen wir, da ist die Menge, die wir bis jetzt immer so gemacht haben, ein Witz dagegen gewesen. Tommy! Ja. Wir haben noch mal Pfannkuchenbestellungen. Noch einmal 48 Stück morgen. 48? Nur normal oder? Normale, ja. Alles normal mit Marmelade, genau. Na? Tommys Mutter arbeitet ebenfalls seit der Übernahme mit im Geschäft. Am Verkaufstresen bekommt sie die Meinungen der Menschen im Dorf mit und die sind positiv. Also im Dorf, die Leute waren sehr froh, wo sie gehört haben, der Tommy übernimmt die Bäckerei. Und wo sie dann gehört haben, es kommen noch zwei junge Bäcker dazu, waren sie eigentlich richtig begeistert. Was, junges Blut, junges Frisch, junge neue Sachen, kommt eigentlich alles ganz gut an. Die Rezepte, die wir bis jetzt haben, die wollen wir so beibehalten und wollen dazu noch neue Rezepte mit neuen Ideen noch einführen. Zum Beispiel verschiedenes anderes Brot. Echt lecker. Das Pfannkuchenrezept der alten Bäckermeister scheint nicht schlecht zu sein. Nach ein paar kleinen anfänglichen Startschwierigkeiten hat das Trio die Backstube jetzt voll im Griff.